So, ich muss mal sehen, ob die Aufnahme jetzt. Ja, ich muss immer noch sehen, ob diese Aufnahme funktioniert, die ich hier starte. OBS sagt, Streaming und Aufnahme funktionieren. Also, ich gehe mal davon, das stimmt. Also, was steht hier denn Schönes? Hier müssen Sie nicht nur die verschiedenen Krankheiten heilen, die aus allen Himmelsrichtungen auftauchen, sondern das Ministerium legt auch noch großen Wert darauf, dass Sie sich um die Effizienz Ihrer Medikamente kümmern. Na gut, das verforschen wir eigentlich immer. Von Seiten des Regierungsbeauftragten zur Überwachung der Gesundheit, Herrn Niemals krank, sind diesbezüglich einige Beschwerden gekommen. Um also eine gute Figur abzugeben, sollten Sie darauf bedacht sein, dass Ihre Medikamente einen extrem hohen Wirkungsgrad haben. Stellen Sie also sicher, dass Ihr Krankenhaus über jeden Vorwurf erhaben ist. So wenig Ablebensfälle wie möglich, das wäre empfehlenswert. Nur so als Tipp. Sie sollten darauf achten, etwas Platz für eine Wirbelsäule zu lassen. Wirbelsäule? Entwickeln Sie Ihre Medikamente bis zu einer Effektivität von mindestens 80%. Schrauben Sie Ihren Ruf auf 650 und schaffen Sie 500.000 D-Mark beiseite, damit Sie gewinnen. Wollen wir mal sehen. Hier brauchen wir einen Krankenhauswert von 220.000 D-Mark. 500 Patienten heilen. 65% müssen geheilt werden. Kundenstand müssen wir haben bei 500.000. Und der Ruf muss 400 sein. Wie sieht es denn aus hier mit dem Gebiet? Ach, das ist scheinbar dann. Ah, das ist dann ein komplettes zusammenhängendes Gebiet, wie es aussieht. Ah ja, das ist auch dann ein zusammenhängendes Gebiet. Hier ist dann alles, wie man sieht, komplett drumherum. Jetzt ist das die Grenze sozusagen hier, dieser Busch. Ich würde das mal sagen, es gibt jetzt wirklich nur diesen Eingang hier. Aha. Naja, gut. Mal gucken. Erstmal die Rezeption. Kommt hier hin. Sehen, wo wir das alles hinbauen. Die Allgemeinmedizin will natürlich wieder ein bisschen klug alles bauen, oder was ich als klug bezeichnen würde. Mal sehen, wie das hier reinpasst alles. Das. Ich frage mich immer, bringt echt der Feuerlöscher überhaupt etwas? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe es für immer, aber manchmal habe ich das Gefühl eigentlich nicht. Naja. Ich habe keine Ahnung. Jetzt müssen wir unser Standardprozedere hier natürlich vollführen. Das Kardiogramm. Er legt ein Feld, zwei Feld, drei Felder. Wenn das Kardiogramm so bauen würde, wäre es natürlich länger gezogen, klar. Aber das macht bei diesem Raumtyp jetzt nicht unbedingt etwas. Ich sag, machen wir hier den Mülleimer hin. Daneben den Feuerlöscher. Das hier hin, vielleicht noch einen Heizkörper. Dann kommt da hin. Hätten wir schon mal als Diagnose das hier, die Psychiatrie, die kommt gleich daneben hin. Das und das. Ein
Heizung, Heizung. Machen wir erst den Feuerlöscher. So. Getränkautomat, Mülleimer. Getränkautomat, Mülleimer. Heizkörper, 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 Heizkörper. Mülleimer, Mülleimer. Das ist mein Heizkörper, was muss sein? Den einen. Ah. Bänke. Und zwei Bänke oder auch nicht. Passt hier noch was hin eigentlich? Toiletten? Nicht unbedingt. Na gut, dann machen wir das Ganze so. Machen wir hier noch Mülleimer und Heizkörper hin. Eine Blume. Und noch ein paar Blümchen. Station. Muss so groß sein. Von der Station braucht man irgendwie komisch was auch nicht so viele Räume. Das scheint aber auch nicht immer so gut belegt. Ach Quatsch, noch ein Bett. Mit Mülleimer, mit Pflanze, zwei Heizkörper und Feuerlöscher. Noch was. Hier noch was. Gehen wir mal hier hin. Jetzt muss man sehen, wo wir hier was hinbauen wollen. Denn hier würde ich gerne die Forschung in das Personal Ausbildungszentrum hinbauen. Denn ja, das wird jetzt alles komplett nur Forschung. Ich werde nämlich drei Schreibtische haben, drei Mülleimer, ein paar Heizkörper, zwei Feuerlöscher, ein paar Pflanzen. Das ist nämlich das eine Team. Und noch ein Schreibtisch. Und noch ein Aktenschrank. Hier kommt Mülleimer hin. Hier kommt einer hin. Ein Feuerlöscher. Ein Feuerlöscher. Heizkörper. Heizkörper, Heizkörper. Hier noch einer. Hier kommt dann die Schwere dieser anderen Geräte, die man dahin baden kann. Keine Gedanken über die Arbeit. Naja. Ich muss trotzdem als Forscher arbeiten, das ist jetzt nur so. Ausbildung. Und dann stress hier noch Personalraum hin und das war's. Mehr werde ich wahrscheinlich da nicht hinmachen. Oder mehr Sinn macht das auch sonst nicht. Davon mal ganz abgesehen. Skelett. Mal sehen.
noch zwei Vortragsstühle hinmachen. Da und da. Ist auch noch so gut, dass das schön Berater ist. Nein. Ah, ist aber doof, wenn man das so baut. Das gefällt mir aber nicht, wenn hier das alles zu eng ist. Ach Mensch. Das ist so verwinkelt hier, das gefällt mir alles nicht. Dann speichern wir das Ganze mal ab erstmal. Wenn ich da gut umschalte dann. Das ist aber generell alles solche kleinen Räume. Seht euch das mal an hier. Ich hab schon hart Geld, also geben, dass ich eigentlich hab irgendwas habe hier. Das ist die OP am Anfang auch ziemlich gut besucht schon. Von daher. Ich muss sowieso einen Kredit aufnehmen. Ich kann es nur nicht ändern jetzt. Das ist jetzt leider so. Egal wie ich das drehe und wende, einen Kredit muss ich ganz einfach aufnehmen. Das ist ein Empfangsdorf hier. Muss man halt später mal eine taugliche aufnehmen, die auch wirklich einen Sinn hat. Er ist ein Spanner, aber das ist mir eigentlich egal. Im Moment haben wir in Gebiet 1 etwas. Gebiet 9. Oh, da reicht einer. Voll und unmotiviert. Ah ja, hier stört ich das nicht so. Gebiet 9 ist mir das eigentlich egal. Ihr braucht hier eine Blumengießen Müll wegmachen ein bisschen, das ist dann jetzt nicht ganz so wild. Und Gebiet 7 brauche ich mit einem. Ein bemerkenswert höfliches Wesen. Such ein bemerkenswert höflicher Mensch. Zauberschlag. Sie hat höfliches Wesen. Oh. Mal gucken. Das Videospiel tun wir gleich dahin. Noch einmal ein Sofa. Von mir ist noch so ein komisches Videospiel. Noch eins hin. Wir haben Heizkörper, Pflanze und Feuerlöscher. Das ist. Dann reicht das hier. Toiletten. Tun wir mal dahin. Oder? Die Toiletten würden auch hier hinpassen. Die machen wir hier in die Toiletten. Das reicht auch aus. Eine Toilette gibt es noch rein. Dann noch ein Mülleimer, Pflanze, das und das. Guck, Heizkörper. Mülleimer. Ach, den Rest lassen wir mal sein. Das könnte schon mal herkommen langsam. Das Einzige, was ich schon mal brauche, ist schon mal die Pharma-Theke jetzt.
Ich brauche hier nicht so viel Plastik, kommt einfach hier hin. Sonst werde ich jetzt auch noch nichts anderes bauen, keinen Gipser, ach eher Entlüfter und kein gar nichts. Erst wenn die es unbedingt fordern und sagen, wir wollen, dann baue ich das. Ansonsten lasse ich das sein. Hier ist dieses Gebiet hier. Gebiet 2. Da reicht ein einziger Hausmeister. Obwohl ich sagen muss, hier werde ich manche machen. Da könnt ihr einfach nur rumlaufen. Hier das mit Gebiet 2, das ist so klein. Ja, das hier unten mit Gebiet 9, da brauche ich nicht unbedingt. Die können ruhig alle Gebiete begutachten. Sind da, wo, sag ich mal, was kaputt gegangen ist, wo es immer dann zu viel ist. Da ist es schon sehr gut. Doktor in die Psychiatrie. Da können sie da machen, aber bei anderen, da können sie rumlaufen, da können sie hin, wo was ist. Ach, die forschen schon. Na gut. Zeit schon noch drehen erstmal. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Saumagen. Hey. Nein, ich fühle mich nicht gut, dass dieser Patient gestorben ist, diese Patientin. Ich fühle mich mies. Mies fühle ich mich. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ich habe mich wahrscheinlich schon jetzt schön rundum mit den ganzen hier. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Eine Schwester auf die Station, bitte. Naja, ich denke, wir haben jetzt schon genug, dass ich eigentlich zu viel gemacht habe, weil ich zu viel bauen wollte schon. Doktor, in die Psychiatrie, bitte. Doktor, bitte dringend in die Kardiologie, bitte. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Fünf Personen aufgeblasen, ne? Wichtige Durchsage. Aufgeblasene Patienten treffen ein. Dann müssen wir erstmal dieses Ding bauen. Gibt Lüftung. Diagnostiziert werden. Bitte dringend in die Kardioabteilung, ein Chirurgen in die OP. Ja, das ist schön, dass ich den einen Personalraum habe da oben. Klar. Der Bürgermeister von Rosenburg, ob der Zauber, möchte kommen. Achtung, wir haben einen Witz im Gebäude. Achtung! Rollt den roten Teppich aus!
Eine Schwesterstation, bitte. Oh Gott, ein Erdbeben. Böses Erdbeben. Die Frau ist hingefallen. Hey, ist die Frau jetzt gestorben wegen Erdbeben? Die armen Leute müssen stehen. Das für die Leute, wie ich sehe, zum Kotzen. Der Hausmeister kotzt ab, weil er immer so Kotze wegmachen muss. Das hat ihm gefallen. Na, Gott sei Dank. Eine Schätze auf die Station, bitte. Ja, was wartet der eigentlich hier? Ich hätte noch gar keinen eingesetzt. Er könnte es auch beibringen, aber naja, gut. Soll er schon was beibringen. Doktor, in die Psychiatrie, bitte. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Das hat doch keine Lust mehr. Ihre Ärzte ist Berater geworden. Wer denn? Das ist niemand. Da steht mal, wer Berater geworden ist. Künstler. Gut, wenn du jetzt Berater geworden bist, dann kannst du jetzt derjenige sein, der das beibringt. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Dann auch mit hier lernen. Nein, nicht sterben. Na, ist cool. Das Beste, dass ich nicht übertrieben habe mit unserem Bauvorhaben. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Doktor, dringend in die Kardioabteilung. Ach, Meiermeier. Erstes Berater. Meiermeier. Nein, du Erdbeben. Hatte ich nicht zwei Chirurgen?
Jahre her. Wildling. Ah, schlechter Ruf. Das hab ich meistens. Ja, zwei Chirurgen nur eben, so gucken, ob ich einen habe. Ich muss leider mal dich jetzt kurz hier reinstecken, mein lieber Freund. Deine Ausbildung ist wichtig, ja. Aber erstmal diese armen Leute, die ihren eigenen Abbruch gestanden hat. Eine Schwester auf die Station, bitte. Ah, da muss ich unbedingt noch einen Getränkautomat Müll am einbauen. Und noch einen Heizkörper. Wenn wir schon dabei sind, noch zwei Bänke, aber keine Rezeption, die wollte ich eigentlich nicht fahren. Heizkörper, Heizkörper, Mülleimer. Das Personal muss ja eigentlich mit den Tieren. Es ist kalter, wenn die krank werden, das bringt uns ja auch nichts. Ja, brauchen die zwar eigentlich vom Prinzip jetzt nicht vom Spiel her, aber ich finde es trotzdem schön, wenn der Arme ist, der Müllarme ist. Sechs Personen mit Wurstfinger, das ist Psychiatrie. Na, ich werde erstmal diese Folge beenden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr das Video natürlich gerne liken, teilen, kommentieren, meinen Kanal abonnieren, mir bei Twitter und Facebook folgen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, hoffe ich doch einfach mal, wieder. Also macht's gut, bis dann.